Music Heaven. Ja. Wir sind im Music Store. Ich habe mir gerade mal hier drei Pedals angeschaut. Das Slö ist einfach auf jeden Fall der Gewinner. Das nehme ich mit, das ist geil. Die anderen beiden sind zwar geil, aber das Fathom, also das türkisgrüne hier, das ist zu gleich. Das andere kostet bestimmt 600 Euro. Das ist mir das einfach nicht wert für das, was es nur kann. Von daher wird es das Slö. Ich packe das wieder ein und dann gehe ich mal zu meinem Bruder gucken, was der so gefunden hat. Und los! Scheiß Wetter in Köln. Ja. Hier regnet es einfach genauso scheiße wie in Herzogenrath. Wir sind gerade auf dem Weg zurück zum Auto. Haben nur ganz kurz im Hardrock-Café was geholt. Also ich weiß nicht, ich brauche von Handtuch auf zwei. Okay. Scheiße. Ja. Aber wir sind jetzt gleich wieder im Auto oder zumindest im Trockenen und dann fahren wir zu den Arkaden hier in Köln. Ich glaube, das ist besser. Und los. So. Na. Ich bin wieder in Übach. Ja. In Köln ist quasi die Welt untergegangen. Wir haben noch kurz was gegessen unterwegs und dann. Zum Glück regnet es hier mal nicht. Ich muss jetzt noch ganz kurz beim Andi was abholen. Und dann wollte ich in Herzogenrath noch ganz kurz gucken, ob ich da überhaupt durchkomme, weil Nachrichten zufolge, also Posts auf Facebook und so, zeigen, dass ich da wahrscheinlich nicht mehr durchkomme. Werde ich mir auf jeden Fall anschauen, vielleicht sieht man ja nochmal was. So, Teil ist beim Andi abgeholt, ist im Prinzip einfach nur eine UV-Lampe. Ja, jetzt hoffe ich, dass ich durch Herzogenrath komme. Laut einer Bekannten soll jetzt die Straße, wo ich normalerweise langfahren würde, auch geschlossen sein. Altmerkstein geht gar nicht mehr und Kleikstraße ist auch zu. Ich will aber auf jeden Fall gucken gehen und einfach nochmal einen Teil aufnehmen. Es interessiert mich einfach selber. Es liegt nicht daran, dass ich da unbedingt im Weg stehen will oder so. Ich will das sogar eher vermeiden. Aber es ist auf jeden Fall interessant zu sehen, wie sich das Ganze von gestern auf heute verändert hat, weil gestern bin ich so ungefähr um 12 Uhr nachts, kurz nach 12, 0.03 Uhr oder so bin ich da gewesen und das sah schon krass aus und jetzt bin ich einfach gespannt, wie das heute aussieht. Ich werde schauen, ob ich was zu filmen bekomme. Wenn nicht, dann will ich da mich auch nicht irgendwie vordrängeln oder reinquetschen oder so. Die Jungs von der Feuerwehr haben da schon scheiße genug am Sack. Die sollen da mal in Ruhe arbeiten können. Aber es interessiert mich einfach. Ja, ich bin jetzt quasi in Herzogenrath. Ich schaue mir das an, ich gucke, ob ich was filmen kann. Wenn nicht, dann nicht. Wenn ja, dann kriegt ihr hier ein Update. Ja, ich schau mal. Ne, da sieht man nichts mehr. Die Stadt ist komplett abgeriegelt. Und ich will jetzt auch nicht parken und dahin laufen. Wenn die das abriegeln, dann mit gutem Grund. Und dann bleibe ich da auch raus, ganz einfach. Aber vielleicht einfach noch, was wir heute so gemacht haben. Mein Bruder hat gefragt, ob wir am Mittwoch zum Music Store wollen. Music Store ist ein Musikladen in Köln. Gesagt, getan. Feuerwehr hinter mir, ich kurz Pause. So. Mein Bruder hat gefragt, ob wir zum Music Store wollen. Und dann bin ich mitgefahren. Wollte mir unbedingt ein Gitarrenpedal kaufen, habe ich auch gemacht. Packe ich aber morgen aus, weil ich morgen erst im Studio bin.
so richtig im Studio bin. Ja, dann wollte Mathieu noch unbedingt zum Hardrock-Café. Da sind wir dann auch gewesen, da sind wir dann das erste Mal klatschnass geworden. Dann sind wir noch in die Köln-Arkaden, wollten da noch was für die Jungs zum Einkleiden kaufen und zum Subway. Den gab es da aber irgendwie nicht so richtig oder irgendwie haben wir uns da für was anderes entschieden. Sind dann Richtung Krefeld, um da dann zum Subway zu fahren. Sind da dann nochmal nass geworden. Und dann habe ich jetzt, wie gesagt, hier Lämpchen bei Andi abgeholt und dann ist ja mehr heute irgendwie nicht passiert. Ich packe das einfach in einen Kurzvlog zusammen. Wie gesagt, die Jungs da unten will ich nicht unbedingt stören. Ich respektiere erstmal die Arbeit. Aber vielleicht sehe ich morgen nochmal was. Aber ich fahre da jetzt nicht nochmal hin und stelle mich dann in den Weg. Ich bin ja nicht bescheuert. Deswegen war es das für heute. Ich sag gute Nacht. Bleibt in Sicherheit, wenn ihr hier in der Nähe wohnt. Ja, pumpt eure Keller leer, guckt, dass ihr überlebt und ja, wir sehen uns morgen. Ciao!